Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk Assassin's Creed Black Flag. Jetzt wollte ich gerade sagen Assassin's Creed 3. Oh Mann, 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 Mann. Nein, Black Flag. Ja, ich bin hier ein Türmchen hochgeklettert. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich werde hier das alles einzeln aufdecken. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich habe gerade frei, ja, also Wochenende für mich, ja, nach meinem langer Schicht, dachte ich mir, ach komm, nimmst du auf, erstmal, da hast du wenigstens was, ja, und das Aufdecken kann ich ja irgendwann mal später mal machen, ja, also, ich weiß gar nicht, wo können wir denn da hinspringen, wo springt der da hin, wenn ich jetzt hier runter mache? Okay, den habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das wäre ein Marktstand. Ja, und wir werden jetzt Folgendes machen, wir werden jetzt sozusagen uns die Mission einfach weitergehen und dann werde ich halt später mich drum kümmern, mal sowas aufzusuchen, die ganzen Kisten und sonst was zu machen. Jetzt werden wir erstmal hier ganz in Ruhe unsere Belohnung, glaube ich, war das, abholen. Die sollten wir irgendwie abholen und dann... Oh, falsch gelaufen. Das kann ich immer gut, falsch laufen. Und ja, dann werden wir halt mal sehen, was wir noch so machen. Ja. Ja, genau. Sag ich auch jedes Mal. Hier lang noch. Gut. Ja, sieht gut aus. Okay. Guten Morgen, Duncan. Ja, guten Morgen. Der Mann, der der Weise nennt. Okay, den Weisen nennen. Okay. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Ach ja, stimmt, Edward? Ja. Hallo, Edward. Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Ah, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Ja. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Ah ja. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht haben. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. Okay. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie, Sinduda. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse. So, so. Oh oh. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kamt? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Ah, das war der Plan. Ja. Ich mag diesen Weg nicht, Torres. Zu ungedeckt. Ja, stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Okay. Ne, wir sind halt auf der Seite von Assassinen. Von den Templern. Da oben! Sie sind auf den Dächern! Ah. Ich töte ja ungern Assassinen, aber... Sie versuchen es immer wieder. Ja, das hoch da. Nein! Nein!
dann halt so. Gibt üblere Schiffsratten. Oh. Okay. Da war doch gar keine Assassine jetzt. Der hat sich, glaube ich, nur festgepackt, hä? Der Kerl. Assassinen! Da oben! Die sind auf den Dächern! Achso, auf den Dächern. Okay. Müsste echt noch so lange kämpfen? So, nachladen? Nee? Ah, Mist. Okay. Okay, schützen im Eisen. Ich laufe ja schon. Ach, ihr wollt kämpfen, ja? Okay, dann halt so. Dann halt so. Ja, voll erwischt. Stoppt ihn! Okay. So, geht mal aus dem Weg. Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Mist. Schneller! Mach langsam, dann wird's leichter für uns beide. Ah, Mist. Geht mir aus dem Weg. Halt, oder ich schieß dir ins Knie. Ach, Mist. Mann. Mann, ist der fix. Ach, Mist. Oh, verdammt, ist der... Jetzt wollte ich gerade schießen auf ihn. Mist. Okay. Geschafft. Puh. Gut gemacht, Schoßhund. Schweig. Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen.
Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erste Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Okay. Dem Weißen von oben... Okay. Ja, okay, von oben anspringen, das war jetzt nicht so... Naja, ist egal. Aber wir haben es geschafft. Puh. Ach so. 7 Geheimnisse? Wahnsinn. Okay. Aber trotzdem will ich wissen, was das für eine blaue Kiste ist. Unbedingt. Da ist sie, okay. Knapp 1000, das ist ja krass. Okay, dann weiter zum nächsten Punkt. Achso, das sind die Assassinen-Aufträge. Okay, ne, hier kommen wir nicht raus. Na gut, dann hier rüber. Ist der Loco? Ist der Loco? Hast du einen Sprachfehler? Ist der Loco? Ist der Loco? Na gut. Auf zur nächsten Mission. Oh, geht mal aus dem Weg. Ach, guck mal, das war ja die Kneipe, wo wir am Anfang waren. Und da einen ordentlich auf die Fresse bekommen haben. So, wohin müssen wir denn noch laufen? Naja, sind ja bald da, glaube ich. Achso, ich kann ja mit E anheuern, genau. Ich hab genug gelitten. Lasst mich in Frieden, verdammt. Keine Ahnung. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Okay. Lo tengo a tiro. Lo tengo en mi línea de tiro. So. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig laufe, deswegen. So. Okay. Kommt, lasst uns anstoßen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Gott straft mich mit diesem Almosen. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Habt ihr jemals, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter 4 Augen. Okay. Nicht in den Kampf verwickelt werden, Wachen aus dem... Okay. Oh, jetzt klingelt es bei mir. Komm mit rein, genau, sehr schön.
Obwohl, wartet. Ich warte noch ab, bis der hier kommt. Dann kann ich den auch aus dem Hinterhalt töten. Ah, mit E-Pfeifen. Okay. Okay. So. Okay, so. Kugeln vollen. Das heißt, wir haben jetzt wieder ordentlich... haben wir eine Kanone noch? Wir haben nur eine Kanone. Ja. Okay. Da hinten sind noch welche. So. Nee, der lässt sich gerade nicht so. Na los, komm her. Komm. Er ruht sich nur mal aus. Okay. Ja, komm her, genau. Perfekt. Yes. Ja. Komm her zu mir. So, da ist noch einer. Da läuft noch einer. Okay. Ach, guck mal, da läuft noch einer. Okay, der kommt gerade hoch. Ah, da oben ist eine Dings Turmwache. Hey, du, Dante. Nein! Un blanco claro. Blanco claro. Fuck. Das ist jetzt ganz schief gelaufen. Okay. Na los, stopp jetzt! Ach, Mist. Das war jetzt echt nicht so geplant, aber naja, was soll's. Oh. Hier war schon jemand vor mir. Basta ya. Wie ist dein wahrer Name, Schurke? Ich bin... Captain Leckmich. Pauvre Paysan. Wo ist der Weise? Hast du ihn befreit? Ich hatte nichts damit zu tun. So sehr ich es auch wünschte.
Bringt ihn zum Hafen. Schickt ihn mit der Schatzflotte nach Sevilla. Wartet noch. Ich hab euch doch eure Schätze gebracht. Das stimmt, ja. Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole. Ja. Ja, nicht in den Kampf verwickeln lassen. Naja, ist halt tot. Pech gehabt. Hätte sich nicht mit mir anlegen dürfen. Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nicht zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Oh. Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Der alte Wattwurm wehrt sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet. Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit 1000 Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen, ich kann es sehen. Okay. Ja, einen Traum sollte man haben. Und dahin arbeiten. La cena, cómetela rápido. Verstehe ich nichts. Hast du Hunger? Okay, und der. War es so einfach? Okay. Zuckerrohr haben die hier. Komm mit. Und wie ist dein Plan, Kumpel? Eine Waffe finden und ein Schiff stehlen. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa torre. Parece que se está desviando al oeste, hacia el Golfo. Quizá. Ach. Na, so. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Gott, ist die See unruhig heute. Ein Hurricane kommt. Hurricane? Rutsch. Ey, hier liegt der Kohle. Gold, Gold. Yeah. Gold. Wir stehlen eine Brücke. Nimm, was du brauchst. Eine Minute. Okay. Es sind viele Gefangene auf den Schiffen. Befreie sie und sie segeln mit uns, keine Frage. Okay. Das machen wir. Also das ist der Plan? Wir befreien Männer und suchen ein schnelles Schiff für die Flucht. Da ist ein Trick in der Flotte. Ich mach mich auf den Weg. Na los, komm her. Die Sache hat einen Haken. Du musst mit mir segeln. Dafür folge ich dir in die Hölle, Mann. Ja, das war gut so.
Okay, dann... Ach Mist! Das Prisioneros han escapado. Por ese canalla. Warum ist er nicht an das Netz rangegangen einfach? Jeder Normale würde doch einfach ans Netz rangehen. Also nochmal, darüber. So. Kapitän, durchsuchen wir mal fix. Nein. Weg mit dir, ich will das die Axt haben, ja. So. Na los, Leute. Wenn wir heute ertrinken, dann sicher nicht hier. Genau. So, auf zum nächsten Schiff. Okay. Preparaos para partir. Casi tenemos encima la tormenta. ¿Y qué pasa con los prisioneros? Que se ahoguen. Mejor ellos que... So, erbeuten. Ja, okay. Na los, lauft. Da ist eine Brick in der Nähe, die nur auf uns wartet. So. Das... Da drüben nur noch. So, okay. Ui. Wartet mal. So. Ja, Kenwood, du weißt schon, wo ich jetzt hin will. Einfach erstmal nach oben. Na. Zerstören. Okay. Ich will noch gucken. Okay. Kann ich das Schiff nicht nehmen, das große hier? Ach, schade. Ja, ganz nach oben, aber das war jetzt nicht so der Plan. Okay, dann gehen wir vorsichtig nochmal hier rund. Dahin. Hallo, Kenwood? Jetzt dachte ich, der springt einfach runter. So. So. Ich guck mal, ob hier irgendwo Wachen... Nee, hier stehen keine Wachen. Das ist schon mal sehr schön. Mann. Ist das ein weiter Weg jetzt hier?
Nee, hier können wir nicht so. Nee, halt. So, jetzt aber. Ja. Okay, einmal loslassen. Danke. Machen wir einfach mal so. Nee, halt. Darüber. Okay, dann klettern wir jetzt hier runter. Mal gucken, kann ich? Ja. Sehr schön. So wollte ich das doch haben. Okay. Haben wir das halbe Schiff abgelaufen, so ungefähr. Na, nicht so weit. Hey, du! Halt! Mist, Mist, nein! Andere Seite lang tauchen. Genau. So. Ach, Mist. Na gut. Ach, dann halt nicht. Okay, halt. Der läuft da entlang. Das heißt, wir können uns... So können wir doch noch ein paar aus dem Versteck rausholen. Okay. Ja, sehr gut. Der muss irgendwo über uns sein, der Kerl. Ja. Sehr schön. Na, da haben wir doch schon mal alle versteckten Dinger gemacht. Jetzt heißt es nur Piraten befreien. Huhuhu. Ja, wenigstens, wenn ich schon das so angezeigt bekomme, möchte ich es auch schaffen. Der kommt also nicht. Ach, Mist! Wir warten um... Oh, so viel Gold, was hier rumliegt. Ja, kommt er noch? So. Hallo, Jungs. Wir gehen an Deck. Seid bereit. Genau, nehmt euch Waffen. Ja, alle befreit. Sehr schön. Rápido, por el amor de Dios, moveos!
den Kapitän eliminieren. Das ist Küchen. Halt, wartet, den plündern wir natürlich. Alle an Bord, Leute! Okay. Den könnt ihr bei eurem Begräbnis hier Hafendirn. Da kommt ein rauer Wind. Er hat recht. Ihr lichtet den Anker und der Rest, ein Teil zum Forkmast, ihr geht zum Hauptmast. Wir entkommen diesem Hurricane. Okay. Passt auf diese Galeonen auf, dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst, zu langsam für das Wetter. Oh nein, 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 ich wollte nicht Tab drücken. Feindliches Feuer! Feuer! Befiehl, was dir sinnvoll erscheint, Mann. Wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Achso. Oh, da kommen noch mal ein paar Schiffe. Vorsicht, Mann! Ich sehe sie. Oh, eine große Welle. Stimmt. Jetzt kommen nämlich die Riesenwellen zum Einsatz. Indem ich mich direkt gerade drauf zusteuere, nämlich. Sonst werden wir nämlich Schäden bekommen oder kentern. Geschafft. Okay, und weg hier. Wasserhose! Eine Wasserhose? Wo? Und okay. Fahr dieses Ding! Wo denn eine Wasserhose? Ich versuche ja schon zu steuern wie ein Bekloppter. Na, guck Wasserhose, mal hier. Ausweichen. Ach da, Tornados. Wasserhose, jetzt weiß ich. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay. Das sieht nicht gut aus. Kurs beibehalten, Mann. Ja. Also ich weiß von den DLCs, dass man unseren ersten Offizier, der hier neben uns steht, rechts, von denen gibt es nämlich auch, sozusagen wie Missionen, so einige. Also wie er als, ja, wie er gefangen genommen worden ist und all sowas. Und aber diese DLCs habe ich alle nicht. Hab ich nicht. Kein Geld. Will ich auch nicht. Da kommt noch einer auf uns zu. Okay. Okay. Ich dachte, mit den Segel einholen ist es irgendwie angenehmer. Aber wohl auch nicht so richtig. Keine Ahnung, was hier ist. Ach, versunkene Schiffe. Genau, da gibt es Schätze. Man kann nämlich auch noch tief tauchen, um Schätze zu bekommen. Und all sowas. Und stimmt ja. Oh. Der Sturm hat sich aufgelöst. Das ist ja sehr schön. Wir haben es geschafft. Ach, ist das super gelaufen. Na, so macht es doch Spaß, oder Jungs? Befreit zu werden und in den Kampf entkommen. Also, zu entkommen. Sehr schön. Ach ja. Das Schiff ist auch ganz beschissen. Beim Klabauter, Mann. Wir leben. Was für ein Chaos, Herrgott. Bei Gott, da haben wir dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen. Ja. Ich bin Edward. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Other Welly. Warst du schon mal in Nassau, Adewale? Noch nicht.
Bei Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie. Alle Mann nach Achtern! Wir nehmen die Gute mit heim! Sehr schön. Wir nehmen die Gute mit heim. Ja, das ist das einzige Schiff, was wir haben. Freundchen. Ja, okay. Sieht ein wenig doch sehr mitgerissen aus. Okay. Haben wir geschafft. Das war schön. So, und jetzt? Jetzt weiß ich es alle. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt, wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Das stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Okay. Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. So wie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antauchen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Männer, Segel einholen! Feuer! Ja! Präsentieren sich uns! Lass die Wette bezahlen! Raus aus dem Wind! Halt das Schiff! Halbe Segel, fangt etwas Wind ein! Bei Magic Stumpf! Geht ihr in die Halle, ja! So. Genau, zieht sie ran! Zieht sie ran! Papa will rüber! Ja! Jeder, der das Schiff betritt, stirbt! Yes! Na, was wollen wir denn sonst machen? Was können wir denn überhaupt mit dem machen? So, mal gucken. Wir haben jetzt Stoff rum und ein Crewmitglied. Jackdaw reparieren. Yeah! Versenkt das Schiff, genau. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken, Sir. Okay. Royal Navy, hä? Huh? Wow. Glückwunsch, ja, ich habe jetzt gerade Royal Navy entdeckt. Ja, damit legen wir uns noch nicht an. Mit unserem kleinen Schiff. Na, wir rudern erstmal oder fahren jetzt erstmal zum nächsten Punkt, wo wir hin sollen. Das ist schon mal wichtig. Segelresten raus aus der Böen! So, warte mal, ich will mal ganz kurz was gucken. Wiederholen und aufgeilen! Hauptsegel rein!
Ups, Entschuldigung, Entschuldigung, Kollege. Wir wollen... Kann ich hier in mein Schiff reingehen? Halte, wenn sie auf. Achso, okay. Nee, schade. Ich dachte, ich kann jetzt irgendwie hier... Viren und Fahrten! Ich lasse sie mehr Pech auftragen. Mars und Topsegelwerk! Lass das Wetter auf. Vorsegel reffen! Einhol! Einhol! Okay. Haltet kräftig dagegen! Captain im Meer! Ja, ich wollte schwimmen gehen. Hier sollen wir also hin. Oh, was haben wir hier? Flaschenpost? Hä? Jagd und Herstellung. Achso, ja, jetzt heißt es Ressourcen sammeln. Damit wir auch die privaten Ausrüstung für Edward jetzt reparieren können und herstellen können. Da hinten lief gerade irgendein Tier. Okay, und jetzt haben wir hier... Briefe. Ja, okay, gut, gut. Keine Lust zu lesen jetzt gerade. Okay. Oh wow, hier haben wir noch einen Toten. Uff, zwei Schwerter. Eine Schatzkarte, okay. Ach Mist, jetzt ist der Leguan weg. Ach Menno. Da. Zwei. Komm, mach den dritten noch. Oh, es sind zwei. Achso, mit dem Schiff könnte ich jetzt ran paddeln. Okay. Nein, bleib hier! Nicht weglaufen! Ach, Menno! Wie soll ich das denn schaffen? Euch blöden Viecher zu bekommen, ey. So, wo ist das blöde Fragment? Was? Leguane, okay. Nein, da war... Mal gucken, ob... Warte. Hier war doch gerade da oben. Dann tun wir erstmal hier erkunden. So. Dann haben wir wenigstens die Karte schon mal von der kleinen Pissinsel sozusagen erkundet. So. Nochmal kurz gucken. Da ist eine Kiste. Aber keine Beute. Doch, da drüben, aber naja. Okay. Nehmen wir halt die Kiste mit. So. Ja, wenn ich schon einmal hier bin, kommt Papa nicht hoch. So. Da hinten. Wie soll ich das denn kriegen? Nee.
Was? Cheats? Cheats erlauben Ihnen Missionen mit interessanten Wendungen. Nee, will ich gar nicht. Okay. Ganz kurz gucken. Nur da drüben sind 3. 4, hä? Nee, das geht tatsächlich. Ja. Man kann die tatsächlich anlocken mit Pfeifen. Okay, cool. So, jetzt brauche ich noch 2 Leguane. Okay. Oh, nehmen wir nochmal das Fragment hier mit. So. Okay. Da drüben ist ein Leguan. Okay. Dann versucht Papa jetzt mal. Nein. Mal gucken. Ah ja, euch kriege ich. Okay. Naja, okay, gut. Wow, 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 wow. Ach, hier. Jackdoll upgraden. Rumpfmörser. Ja, was können wir hier denn alles machen? Okay. Rumpf können wir nicht verstärken. Mama, Herausforderung. Achso, Geschichte, okay. Nein, 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 nein. Aber hier, Mörser könnten wir reinbauen. Schwere Kugeln. Starke Fässer. Okay, Towerglocke nicht. Das können wir auch noch nicht machen. Starke Harpunen. Kann ich gar nicht kaufen. Okay. Ne, Mörser kann ich auch nicht kaufen. Okay. Nö. Okay. Pistolenset. Nö. Herstellen. Herstellen, klar, Pistolenhalter. Pistolenholster. Was brauche ich denn überhaupt dafür? Pistolenholster im Besitz. Achso, 2 Otter. Okay. Und. Ah, okay. Ja, Haie brauchen wir. Haie. Wale? Weißer Wal. Okay. Okay. Jetzt können wir wieder zurück zu unserem Schiff. Glückwunsch, Sie haben einen königlichen Konvoi entdeckt. Achso, ja, ja, klar. Guck mal, hier war ein Bötchen. Ich glaube, auf den kommen wir jetzt gleich auf unser Schiff rauf. Brauche ich nicht hinschwimmen, oder? Yeah, okay. Ach, wir sollen zu ihnen hin. Okay.
Ah, Captain, gefunden, was du brauchst? Zwischen brauchen und wollen liegen Ozeane, Freund. Doch ich habe einen zweiten Holster angefertigt. Nun brauche ich nur noch eine Pistole, die ihn füllt. Hier. Aus dem Frachtraum, wie du sagtest. Wohl eher ein Blasrohr. Doch gut genug. Nun, alle ausgeruht? Oder sollen wir noch länger trödeln? Lichten wir Anker. Ich glaube, die Crew dürstet nach Zivilisation. Es gibt keine Zivilisation in Nassau. Aber es ist ein guter Ort, um seinen Durst zu löschen. Okay. Ach, Leguan erschießen. Ein Otter per Luft. Okay. Naja, egal. Das ist egal. Mehrere Pistolen. Achso, ja. Klar, jetzt können wir diese Pistolen seifen. Bringt jeden fetzen Stoff in den Wind. Hoch, Leute. An die Framsegel. Gebt den Wind ab. Warum ist das jetzt britisch? Zieht, zieht. Feuer! So viel Segel, wie ihr könnt. Rahm- und Mastsegel festzurren. Halt, warte, da ist Fracht. Segel, Bewegung. Die Fracht will Papa mal kurz aufheben. An die Schoten. Backbord, Captain. Riecht nach Aufgeilen. Nehmt Druck vom Bau. Gaffelsegel lockern. Zweimal Metall, sehr schön. Locker trimmen, alle Segel einholen. Komm, Segel aufgeilen. Gib mir etwas Fahrt. So. Jetzt zur Mission hin. Ach ja, ist das schön. Jetzt fahren wir einfach nur noch. Bis zur nächsten... Nee. Ihr wollt doch jetzt mich nicht ärgern. Okay, zu diesem Ort reisen. Nassau. Ja, klar, nach Nassau reisen. Dahin wollen wir ja eh nach Nassau, also. Haben wir es ja gut gemacht. Sehr schön. Ach, kann ich wieder laufen. Stimmt ja. Yeah, ich lauf weg. Na los, Captain Kielbock. Sag mir, ich stehe unter Arrest. Sag es! Deine Brüder? Flieg davon, Bürschchen! Zurück zu deinem Herrn! Ei, ich war mit ihnen auf Kaperfahrt, bis der Krieg beendet war. Ah ja. Ich seh dich an Land. Voll anschreien erstmal. Okay, was haben wir hier? Krokodile, Hasen, Wildschweine? 5 Geheimnisse und so weiter. Ja, okay, gut. Laufen. Ach nein, bevor wir laufen... Wenn wir Folgendes machen, ich beende jetzt hier die Folge, ja. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns mit den Freunden treffen, die so rumschreien, ja. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und erstmal ciao, ciao euch.